Wusstet ihr, dass Loki einst ein Kind mit einem Pferd hatte? In einer der bizarrsten Geschichten der nordischen Mythologie traf Loki mit einem Riesen folgende Abmachung. Wenn es ihm gelänge, die Mauern Asgards innerhalb einer bestimmten Zeit zu errichten, würde er als Bezahlung die Hand der schönen Göttin Freya erhalten. Mit Hilfe eines mächtigen Hengstes schien der Riese das Werk pünktlich zu vollenden. Die Götter waren wütend auf Loki, weil er diesen Handel eingegangen war. Doch um den Riesen daran zu hindern, die Mauer rechtzeitig fertigzustellen, verwandelte sich Loki in eine schöne Stute und verführte den Hengst. Loki versuchte noch, dem mächtigen Pferd zu entkommen, wurde aber gefangen genommen. Ohne das Pferd konnte der Riese die Mauer nicht rechtzeitig fertigstellen. Tage später kehrte Loki nach Hause zurück, zusammen mit einem seltsamen achtbeinigen Pferd. Diese Kreatur hieß Sleipnir. Und dies ist die Geschichte, wie Loki Mutter wurde.